Oh, fuck. I can't believe you've done this. This is a certified hood classic. Then I go. Wenn wir jetzt noch eine Pizza bestellen würden, ich glaube, ich würde die Nacht hier so überleben. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem sehr, sehr außergewöhnlichen Video. Ihr kennt mich gar nicht in meinem nicht natürlichen Habitat der Innenstadt. Wir sind hier nämlich mitten in der Wildnis auf irgendeinem Fels. Denn, Freunde, ich habe mir überlegt, ich bin wie einige von euch sicherlich auch übel auf diesem Seven vs. White Film. Und ich habe mir gedacht, ich gehe einfach mal in den Wald. Und warum hat noch nie jemand einfach nur mit so einem Taschenmesser im Wald überlebt? Ja, ich habe es auf YouTube nicht gefunden und habe mir gedacht, Tommy Too ist sowieso der krasseste Überlebenskünstler mit seiner Insektenphobie. Ich glaube, ich werde heute keine Minute meine Augen zumachen und sicherlich mich nicht auf den Boden legen, wo überall Insekten sind. Deswegen, Freunde, habe ich natürlich auch vorgesorgt, damit ich mitten in der Nacht mal eine Runde Fußball spielen kann, Freunde. Wir haben natürlich noch Jacken dabei. Heute Abend werden es so, ja, so 6 bis 8 Grad. Wir haben jetzt 7 Uhr. Um 22 Uhr wird es dunkel. Also wir haben 19 Uhr, nicht 7 Uhr. Wir haben noch einige Challenges vor uns. Wir müssen irgendwie Feuer anbekommen. Dann müssen wir uns einen Unterschlupf irgendwie bauen, in dem vermutlich eh keiner von uns pennen wird. Und irgendwann so spät nachts der Hunger. Der Hunger und der Durst, die werden uns heute, glaube ich, noch wirklich verfolgen. Ich werde heute Nacht vermutlich aus irgendeinem Bach trinken oder so. Ich will heute an mein Survival-Limit kommen, Freunde. Ich denke, der Kameramann sieht's genauso, oder? Starten wir direkt mal rein und machen uns mal auf die Socken. Jetzt ein kühles Blondes. Sah cool aus, oder? Geht so. Perfekt. Ich dachte, ich sah so richtig cool aus, Mann. Wie so eine Mischung aus Beer Grylls und Ronaldo. So, Freunde, hier haben wir einmal das Taschenmesser vom Kameramann. Ist ein relativ normales Taschenmesser. Wir haben hier einmal eine gute Klinge, die schon ziemlich groß ist. Haben noch ein paar andere Tools. Was aber sehr wichtig... Ich weiß gar nicht. In der Mitte ist so ein Oha. Ding hier. Okay. So, das schließen wir mal wieder. Oh, ich bin zu dumm. Freunde, das Besondere an diesem Korkenzieher, das sieht man schon so ein bisschen, hier ist irgendwas faul. Wir haben hier nämlich einmal einen Mini Feuerstein, kann man das erkennen? Und hier haben wir einmal Zunder in Wachs eingewickelt oder vermischt. Und aus dem Spaß kann man sich dann ja super kompakt und auch super cool eigentlich aus der Tasche ein Feuer zaubern. Entweder wird es uns den Arsch retten oder wir werden hier heute sterben. Lasst ein Like da, dafür, dass wir unser Leben riskieren. Okay, Freunde, ich habe zwar gesagt, dass ich Insekten hasse, aber das hier ist wirklich faszinierend. Wir haben hier einen riesigen Ameisenbau. Wir waren tatsächlich vor ein paar Wochen schon mal hier. Da waren das einfach nur Löcher. Und was die hier jetzt für einen Tempel errichtet haben, das könnt ihr euch mal in Close-Up geben. Ich bin in der Wildnis angekommen. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja? Aber wenn ich als Kind so einen Stock gefunden habe, dann wusste ich, das wird ein guter Tag. Ich habe früher immer Star Wars gespielt. Grüße gehen raus an Lars, da haben wir uns immer so Stöcke geholt. Die Nacht wird einfach 3 Stunden Star Wars mit Stöcken gespielt. Alright, Freunde, wir sind jetzt seit knapp einer Stunde unterwegs. Wir haben 20 Uhr und wir sind die ganze Zeit auf der Suche nach so einem geeigneten Spot, wo wir relativ windgeschützt sind. Vom Wetter müssen wir uns eigentlich kaum Gedanken machen, also zumindest mal vom Niederschlag. Heute wird es nicht regnen, aber es wird halt 6 Grad und wenn dann auch der Wind pfeift, dann wird es schon echt ungemütlich. Deswegen sind wir hier so ein bisschen am Rumgucken. Wir sind uns noch relativ unschlüssig. Wir haben bis jetzt noch keinen perfekten Platz gefunden. Wir haben jetzt noch 2 Stunden Zeit, bevor es dunkel wird. Relativ knapp eigentlich die Zeit, aber der Kameramann hat eine Kopflampe dabei. Ich habe auch noch eine Lampe dabei. Zur Not müssen
müssen wir halt Flutlicht-Action machen. Holy moly, Freunde! Also das sieht mir nach einem sehr, sehr stabilen Spot aus. Freunde, das hier soll es werden, unser Schlafplatz für heute Nacht. Ist ein bisschen wie so ein unrenoviertes Haus, man kann sich noch nicht viel drunter vorstellen. Aber ich sag euch, es wird eine Baba-Unterkunft. Wir sind sehr gut vor Wind geschützt. Ich glaube, das wird sehr chillig. Und ich würde sagen... nein, 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 nein. Und ich würde sagen... Ja, eigentlich, ich habe dazu gar nichts zu sagen, ich wollte einfach nur cool sein. Wenn man das mal anguckt, das sind bestimmt 2-3 Meter. Hier auch nochmal so eine Körperlänge. Wir machen jetzt eine kleine Timelapse. Ihr seid natürlich dabei, wie wir unsere Hütte bauen. Let's fucking go! Wir haben jetzt so eine Viertelstunde bisschen Holz gesammelt, was wir hier so gefunden haben. Und jetzt nehmen wir einfach die Stöcke und bauen uns ein kleines Dach. So, vielleicht ein bisschen, weil das sieht doch eigentlich schon sehr professionell aus. Schreibt mal in die Kommentare, wie professionell das aussieht. Das machen wir jetzt, das Prozedere ungefähr 100 bis 1000 Mal, bis wir ein cooles Dach haben. Den Teil da vorne werden wir offen lassen. Hier, das wird so hinten, so unser kleines Schlafzimmer. Bisschen romantisch mit dem Kameramann unterwegs. Könnt ihr sein Gesicht gerade gar nicht sehen. Oh, Alter, schon ein bisschen alle. Ich hätte auch schon ein bisschen Durst, muss ich ehrlich sagen. Aber das wird wohl heute nichts. Hunger hält sich noch in Grenzen. Hier direkt noch eins daneben. Guckt euch mal an, wie geil das aussieht. So einfach hat man ein Haus gebaut. Freunde, ich bin stolz verkünden zu dürfen, dass unsere Immobilie fast steht. Ja, wir haben jetzt nämlich nicht nur die, ich nenne sie mal Dachstreben gesetzt, sondern auch die ganzen Querstreben, die auch teilweise unter den Dachstreben durchverzwickt sind. Also dass wir hier eine richtige... Jetzt wackelt alles. Ja, man kann es so ein bisschen erahnen. Da ist schon Statik drin, sonst wird das alles nicht halten. Es ist noch nicht blickdicht. Wir werden jetzt ganz viele Gräser zupfen, auf, also die wir hier so finden. Ich meine, hier wächst ja überall Gras. Und dann werden wir die auftragen, um es relativ blickdicht oder ziemlich blickdicht und relativ wasserdicht hinzubekommen. So sieht das dann aus. Ich muss auch sagen, also wenn ich das so fühle, boah, ich könnte mir auch echt vorstellen, hier draus so ein Bett zu bauen. Das ist eigentlich gar nicht gemütlich. Wobei, das geht eigentlich. So ist eigentlich chillig. Wenn wir jetzt noch eine Pizza bestellen würden, ich glaube, ich würde die Nacht hier so überleben. Naja, wir haben ja jetzt auch keine 6 Grad und der Hunger kickt eigentlich noch gar nicht so richtig rein. Doch, der Hunger kickt schon rein. So eine Pizza wäre schon geil. Wir haben gerade eben so intensiv über Pizza geredet, über Familienpizza, dass ich... Boah, ich kann einfach an nichts anderes gerade mehr denken, außer an Familienpizza, Salami oder so. Freunde, ich würde sagen, wir sind gerade so vom Thema abgeschweift. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Wir machen jetzt die Hütte fertig. Dann bauen wir unsere Betten oder legen uns da einfach in den Dreck. Keine Ahnung. Bis gleich. Pschuh. Okay, Freunde, naja, das hat zwar jetzt nicht so viel gebracht, aber man kann immerhin argumentieren, wir sind jetzt getarnt irgendwie. Wir haben jetzt 9:30, es ist langsam am Dunkel werden, um 10 ist es dunkel und wir haben noch überhaupt nichts fürs Feuer vorgesorgt. Ich würde sagen, wir sind optimal vorbereitet. Ja, ich habe immer noch Bock auf die Pizza. Wir sind jetzt wieder seit circa 15 Minuten oder 10 Minuten sind wir unterwegs. Außerhalb des Camps, wir haben das verlassen. Wir sind auf der Suche nach Birken. Die erkennt man ganz einfach. Vielleicht kennen die einen oder anderen aus Minecraft an dieser weißen Rinde. In dieser weißen Rinde sind ätherische Öle enthalten, die auch brennen, wenn es feucht ist. Heute ist es nicht feucht, alles easy. Aber es ist einfach geil, um Feuer zu machen. Weil wir haben ja nur diesen Feuerstein dabei. Und wenn da ein Funke drauf kommt, dann geht es richtig ab. Ich denke, wir sagen euch einfach Bescheid, wenn wir eine Birke gefunden haben. Und ersparen euch die dummen Gespräche, die der Kameramann und ich Off-Camp führen und ja. Willst du sagen, dass ich dumm bin oder was? Ja. Boah, schon geil. So, Freunde, als nicht Alternative, aber schon mal als Trostpreis, habe ich jetzt von so einem, ja, ich nenne es mal so einem abgestandenen Weihnachtsbaum einfach ein paar Äste abgeklappert. Probieren natürlich immer noch die Birke zu finden, damit wir ein geiles Feuer hinbekommen.
Ich bin abgestorben am Weihnachtsbaum. Digga, das sah halt genauso aus wie ein Weihnachtsbaum. Huh! Digga, was geht? Bau! Hier eigentlich für einen Film, Junge. Freunde, ein Feuer haben wir bis jetzt noch gar nicht angeschmissen. Ist noch kuschelig-muschelig, ist noch richtig warm. Aber das Bett wird so ein bisschen das Problem. Ich merke schon richtig, ich bin richtig müde, weil ich die Nacht nicht so viel gepennt habe. Der ein oder andere hat schon mal einen Lattenrost gesehen. Das probieren wir uns jetzt in ganz, ganz primitiv nachzubauen. Wir haben hier so frische, sehr, sehr gerade, stabile Bäume. Ja, mit denen wir uns jetzt erstmal so zwei Außenpfeiler bauen. Und dann im Anschluss schöne kleine, ja, so Striemen daherziehen, wo man sich dann auch drauflegen kann. Das Endergebnis werdet ihr natürlich sehen und ich säge jetzt mal weiter. Was geht ab, Freunde? Aus dem Bett vom Lattenrost. Wir haben jetzt 0.42 Uhr. Das Bett ist noch nicht ganz gemacht. Ich bin total am Arsch, weil wir viel gesägt haben. Und ohne Essen, ohne Trinken, da wird man schon echt... Ja, da schallert schon gut rein. Ja, Freunde, so sieht es hier drin bis jetzt aus. Da kommt jetzt gleich noch Polsterung drauf. Aber ich finde es, um ehrlich zu sein, jetzt schon super gemütlich. So, wir haben jetzt hier die frischen Blätter. Und ich werde die jetzt nehmen. Wir haben hier so einen kleinen Haufen angefertigt. Und das kleiden wir jetzt von Kopf bis Fuß ein. Und dann haben wir ein fertiges Bett. Achso, für die Leute, die gerade eben aufgepasst haben. Warum haben wir kein Gras verwendet? Weil wir denken, oder ich denke, dass in Gras viel mehr Zecken drin sind. Und ich habe keinen Bock auf Zecken in meinem Bett. Also ich finde, unser Bett ist eine 10 von 10 geworden. Freunde, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Bett sagt. Hättet ihr lieber das Gras vom Dach mit Zecken geholt oder das hier aufs Dach getan? Nee, doch. Ja, oder so. Ich finde es so besser. Ich werde mich jetzt ab und in die Kiste machen. Ich bin irgendwie... Mein Kopf funktioniert einfach nicht mehr. Und ich denke, morgen wache ich wieder in alter Frische auf und ja. Also Freunde, ich habe jetzt den Feuermeister gemacht und habe das Feuer hier angemacht und bin mich hier gerade am Wärmen. Ich habe anfangs gar nichts von der Kälte gemerkt und jetzt ballert es richtig. Ich bin kurz eingepennt und dann bin ich aufgewacht und mir war einfach nur arschkalt. Meine Zähne haben richtig gezittert. Nicht gezittert, aber ihr wisst, was ich meine. Und da wusste ich, es kann nicht weitergehen. Habe ich auf die Uhr geguckt, es war irgendwie 2 Uhr, was weiß ich, 43 oder so. Ja, jetzt 3 Uhr 23, genau 2 Stunden Sonnenaufgang. Und ich denke, so lang kann man ruhig noch ein Feuer ausharren. Und dann mal schauen, vielleicht lege ich mich auch nochmal hin. Ich bin ja jetzt richtig aufgewärmt. So, Friends, 5 Uhr und ich habe die ganze Nacht da drauf gelegen. Entweder ins Feuer geguckt oder dem Himmel dabei zugesehen, wie er heller wurde. Und der Cameraman ist gerade aufgewacht. Und was sagst du zu dem Bett? Ist gemütlich. Ja, mies unbequem. Ich glaube sogar, dass hier dieser Baumstumpf noch ein bisschen gemütlicher ist. Wir genießen jetzt noch die letzte Wärme unseres Feuers. Und dann geht es für uns auch schon gleich ab runter ins Tal. Denn da ist ein Bach, da können wir was trinken. Also ich habe geisteskrank Durst. Ehrenmann. Ja. Freunde, der neue Tag ist angebrochen. Es ist Zeit, Goodbye zu sagen zu unserem schönen kleinen Hütchen hier. Es war eine sehr coole Erfahrung, hier mal ein eigenes Bett zu bauen, eine eigene Hütte zu bauen. Das nächste Mal aufs Bett viel mehr Laub drauf. Ich habe mich da auf diesen langen Baum habe ich mich gelegt und ich fand den sogar tatsächlich gemütlicher. Aber mir war auch einfach viel zu kalt, also ich musste am Feuer sein. Genau, hier sehen wir das Dach. Man sieht halt, also man sieht an helllichtem Tag wirklich, wir haben obendrauf eigentlich viel zu wenig Gras. Also es war jetzt nicht wichtig. Es ist von der Winddichte ein bisschen kleiner Unterschied. Wasserdicht ist es halt gar nicht. Aber ich denke, wenn wir das nächste Mal machen, dann nehmen wir uns einfach wirklich den kompletten Tag Zeit. Fangen vielleicht auch schon morgens an. Oder selbst wenn es nur 2 Stunden mehr wären, dann könnten wir das Ding komplett vollpacken. Da hätten wir so ein richtig cool getarntes Hütchen. War eine sehr coole Erfahrung. Wie gesagt, nächstes Mal machen wir das mit dem Bett ein bisschen anders. Es lief eigentlich alles nach Plan, alles am Schnürchen. Ich muss auch sagen, ich fühle mich weder krass dehydriert, ich fühle mich auch nicht irgendwie krass ausgehungert. Ich merke zwar, dass der Magen so ein bisschen flau ist. Ich war auch schon saulang nicht mehr pinkeln. Ich habe gerade eben probiert, das Feuer auszupinkeln, hat nicht funktioniert. Und deswegen, Freunde, damit ich auch wieder pinkeln kann, machen wir uns jetzt mal ab an einen Bach, denn wir trinken jetzt gleich aus einem Bach. Kommt mit ins Tal. Guten Morgen, Freunde. Der
der Fußball ist noch am Start, genauso wie Tommy Too. Ich bin zwar keine Sekunde gepennt, aber ich hab's überlebt, hier im Wald. Und ja, ich bin schon müde. Guten Morgen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Malaria oder Ebola oder so, aber ich will unbedingt hier aus dem Fluss trinken. Schmeckt wie normales Wasser. Schmeckt ganz normal, schmeckt gut. Hat wirklich gut geschmeckt. Hab ich euch noch gar nicht erzählt, Freunde. Wir fahren jetzt gleich Subway. Ich war einmal Tommy Too. Freunde, guckt euch den Stein an, Mann. Der sieht einfach geil aus. Den hol ich mit. Ist mir scheißegal. Freunde, wir sind tatsächlich in Heaven angekommen. Für die Leute, die es in meiner Insta-Story schon gesehen haben, da könnt ihr einmal an der Stelle abchecken. Es ist nicht unsere erste Mahlzeit heute, wir haben heute schon was beim Höfer gegessen, aber das hier ist mal eine richtige Mahlzeit, Freunde. Ja, das Video ist hier vorbei, hier gönnen wir uns jetzt noch unser königliches Essen. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank an den Kameramann, dass er dabei war. Wenn ihr mehr so Challenges sehen wollt, mich mehr im Wald sehen wollt, mich mehr Leben am Limit, am Überlebenslimit sehen wollt, Freunde, dann schreibt gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, nicht, dass ich es noch vergesse. Schreibt mir aber gerne euer Feedback unten in die Kommentare, auch Videoideen oder Challenges. Ich lese mir das alles durch und vielleicht wird eure Challenge dann mein nächstes Video. Bis dann.